Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur zweiten Folge der TSV Steinbach Haiger Room Challenge, powered by Solarzentrum Mittelhessen. Für alle neuen Zuschauer schauen wir uns auch an dieser Stelle noch einmal die Regeln an. Jedes Doppelzimmer tritt einmal an. Einer der beiden umschreibt, malt und stellt pantomimisch jeweils einen Begriff vor. Der andere muss die Begriffe erraten. Gespielt wird auf Zeit. Sollte ein Begriff zu schwierig sein, kann dieser verworfen und ein neuer Begriff gezogen werden. Das Team erhält für jeden neu gezogenen Begriff 15 Strafsekunden. Das Doppelzimmer, welches am schnellsten die drei Begriffe errät, gewinnt die Challenge. Die Sieger erhalten jeweils einen 100-Euro-Gutschein von Outfitter. Werfen wir nun einen Blick auf die Teams. Henry Weigelt und Kevin Lahn wollen als Team Nummer 5 aufs Ganze gehen. Team 6 besteht aus den beiden Mittelfeldspielern Christian Merz und Gian Maria Olizzo. Ebenfalls ein Team aus dem Mittelfeld bilden Marcel Sobota und Sören Eismann. Ob sich Eike Bansen und Yannick Bandowski nach so kurzer Zeit schon blind verstehen, wir werden es sehen. Starten wir aber nun mit Team 5, meine Damen und Herren, Henry Weigelt und Kevin Lahn. Videoassistent sitzt im Köln. Keller? Ja. Oh. Trikottausch. Oh. Ja, warum? Aufstellung. Das weg oder noch dabei? Mhm. Ja. Spielfeld. Abwehrkette. Abseits. Abseits Falle. Ja, das war schon gar nicht so schlecht. Hier hätten wir wohl alle gerne mehr gesehen, aber Kevin Lahn deutet den Trikottausch nur an. Ja, und Henry Weigelt, der muss da sogar ein wenig schmunzeln. Können Christian Merz und Gian Maria Olizzo auch hier den Turbo zünden? Wir wollen es auf jeden Fall herausfinden. Auf die Plätze, fertig, los! So, Gian Maria, wenn eine Mannschaft eigentlich vor dem Spiel schon als der sichere Sieger gilt, dann ist man ein? Champion? Nein, vor dem Spiel als der sichere Sieger. Favorit? Ja, und der erste Favorit. Favoritenrolle? Nein, der erste Favorit. Favorit ist das zweite Wort und davor ist noch ein Wort. Siegfavorit, Siegesfavorit? Nein. Der erste Favorit, Gian Maria, wie soll ich das sagen? Wenn. Erster Favorit. Wo kochst du Kartoffeln? In einem Nudeln. Topf. Ja, und? Topfavorit. Ja, Gott sei Dank. Umziehen. Umkleide. Trikottausch. Ach so. Ich hab's nicht gesehen. Angriff? Pressing? Ja. Bei einer Minute und 29 Sekunden hat Gian Maria allen Grund zur Freude. Auf welchem Platz er und Christian Merz am Ende landen, das werden wir am Ende der Folge sehen. Kommen wir nun zum nächsten Mittelfeldteam. Marcel Sobota und Sören Eismann wollen hier die Bestzeit erreichen. Schneller. Du spielst auf dem
Fußballfeld. Genau. Und auf welcher Position? Auf dem? Außen. Flügel. Erstes Wort. Flügelstürmer. Nein. Und zwar, wenn du was schneidest, nimmst du eine? Schere. Flügelschere. Hä? Wenn du Nagel irgendwo rausmachst, nimmst du die? Zange. Flügelzange. Ja, genau. Jetzt wird's verrückt. Fallrückzieher. Stark. Ja, come on! Baum. Nee, warte, ich probier's nochmal. Tempo. Ja, ja. Fußballfeld. Mhm. Kopf, Baum, Baumleiter, mm-mm. Wurzel, Fußballfeld, Stamm. Mm-mm. Wie malst du das? Quadrat. Mm-mm. Ein Tisch. Mhm. Ach, das Tor. Mhm. Torlatte. Latte. Mhm. Mhm. Torwart. Mhm. Kassette. Mhm. Alter, das kann man nicht malen. Ohne Scheiß. Das kannst du also nicht malen. Wir sind schon mal raus. Das kannst du nicht malen. Das können wir malen, Cello. Ja, Wimpel. Mhm. Digga, Lattenkracher, wie malst du einen guten Kracher? Und wie mal einen Pokal? Das hättest du schon erkennen können, hier mein WM-Pokal. Oh, Icy! Icy, da müssen wir Marcel wirklich recht geben. Ob da unsere Zuschauer auch einen Pokal erkannt haben, wir wissen es nicht. Würden uns aber freuen, wenn ihr es uns in den Kommentaren mitteilen würdet. Trotzdem phänomenal dein Einsatz bei diesem Fallrückzieher. Als letztes Team in der heutigen Folge wollen Eike Banzen und Yannick Bandowski noch einmal alles geben. Okay, wenn man zum Juwelier geht, dann ein Schmuckstück, das ist? Ehering? Ja, Kette. Aber eher beschreibend. Schön. Silber, Gold. Fangen wir anders an. Auf der Tribüne sitzen? Fans. Ja, ein, zwei. Fan. Das ist das zweite Wort. Und jetzt setzt da mal was vor. Was zum Beispiel Edelfan. Auch in, richtig. Dribbeln, Übersteiger. Dribbling. Ja. Auto, Mannschaftsbus? Ja. Und? 54. Oh. Nein! Leichtfüßig, wie hier im Dribbling zu sehen, marschieren Banzen und Bandowski zu einer Spitzenzeit. An dieser Stelle müssen wir uns aber einklinken und hören ein offizielles Statement des Präsidenten der TSV Steinbach-Eiger Room Challenge, Arne Wohlfahrt. Allerdings habe ich wohl beim Erklären des Spiels vergessen, dem Eike Banzen zu sagen, dass er sich beim Erklären hinstellen muss und sich nicht setzt. Dadurch haben die natürlich genau diese Sekunde verloren.
Nach dieser offiziellen Entscheidung von Arne Wohlfahrt steht somit fest, dass Eike Bansen und Yannick Bandowski sich die Tabellenspitze mit Dennis Schesser und Jonas Singer vorübergehend teilen müssen. Henry Weigelt und Kevin Lahn verpassen nur knapp das Treppchen und reihen sich auf Platz 4 ein. Christian Merz und Gianmaria Olizzo landen trotz dieser guten Zeit nur auf Platz 5, allerdings mit über einer Minute Vorsprung vor Ibrahim und Scholz. Eismann und Sobota dürfen sich nach dieser Leistung nicht beschweren und landen dennoch vor Strujic und Bisanovic. In der dritten Folge wollen Haider Alassave mit Serhat Ilhan, Enis Bitici mit Tino Bradara, Daniele Gabriele mit Tim Kircher und Ivan Mihaljevic mit Paul Stock noch einmal alles in die Waagschale werfen, um Bansen, Bandowski, Cesar und Singer von der Tabellenspitze zu verdrängen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen zur TSV Steinbach-Haiger Room Challenge, powered by Solarzentrum Mittelhessen.